Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Breath of the Wild. Beim letzten Mal war ich ein wenig nicht sprachlos, sondern ratlos. Denn, ja, wie gehen die Quests aus? Also, wir müssen alle Quests in diesem Gebiet hier kriegen, aber ich wüsste niemanden mehr, der noch eine Quest hat. Deswegen, keine Ahnung, wo jetzt nachhaken sollen. Jetzt hier der Vasaya auch. Aber da ist ja auch keine Quest mehr. Nö. Deswegen, da sind wir durch. Dann machen wir Schreine. Dann machen wir Schreine. Ach ja, Kira. Das ist allerdings auch wahr. Alle Quests von Voi, die mal irgendwo. Ach, von Voi, ja. Von Voi, die mal irgendwie in dieser Quest waren. Ach, die mal irgendwie in dieser Stadt waren. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wer weiß. Also, dann machen wir uns mal erstmal auf den Weg. Dort lang. So. Holen wir uns da mal den Schrein, der ja von Naboris ziemlich verdeckt geworden war. Und dann sehen wir mal, was passiert. Wie viel wir diese Folge hinkriegen. Beim nächsten Mal. Keine Ahnung. Ich weiß, es klingt doof, aber die schier endlosen Möglichkeiten sind weg. Wir haben jetzt noch den Hylia-Schild, bei dem ich noch keine Ahnung habe, wo der sein könnte. Und wir haben halt das Gebirge, das, ja, so ziemlich zusammenhängt, dass er sich tatsächlich alle Gebiete auf einmal aufdecken wollen würde, um das dann kollektiv zu erkunden. Ja, dass wir uns dann, wenn wir diese Folge dann Schreine mit Schreinen verbracht haben, dass wir nächste Folge dann einfach schon mal den nächsten Turm machen. Oder so. Die vierte große Fee finden muss nicht direkt sein, aber sobald wäre auch nicht schlecht. Kein Krug. Naja, da ist auf jeden Fall ein Schrein. Und ein paar Spurpilze. Kann ich die ja nicht abschießen? Ja. Ich muss ja nicht großartig rumklettern. Das ist natürlich auch sehr nützlich. Aber sonst ist doch nichts mehr. Gut, dann gehen wir in den Schrein rein. So. Da ist ja noch einer. Zack. Okay. Da ist er. Ah! Poki. Poki! Wisst ihr, wer die ist? Das ist die, die Barkeeperin noch gesucht hat. Das heißt, wenn wir die geschafft haben... Oh, jetzt fügt sie doch alles zusammen. Wo ich den Schrein doch gerade gefunden hatte. Ich habe so einen Durst. Kann mich nicht bewegen. Ich will nur einen letzten Schluck. Ein schöner, eiskalter Weivelvoi. Ein Trank für müde Geister. Toll, wir können uns hier nicht mal hinporten. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns zurückgeportet haben, nochmal hier hin. Okay. Ja, da ich hier schon mal war,
Und das habe ich aber wieder komplett vergessen, denn ich habe ihn ja schon und deswegen habe ich ihn noch nicht markiert. Aber ich habe es halt so vergessen, weil ich seit Naboris ein bisschen Pause gemacht habe. Weil ein bisschen ziemlich krassen Zelda-Overload. Seit über einem Monat täglich Zelda gespielt. Alter, das war... Boah, da habe ich ein paar Tage Pause gemacht. Seit über einem Monat, das sind ja schon fast 2 Monate. Ja, 2 Monate, anderthalb. Sagen wir anderthalb. 2 Monate ist übertrieben. Ja, aber tatsächlich seit anderthalb Monaten fast täglich. Ja, habe ich vergessen. Entschuldigung. Seit anderthalb Monaten fast täglich Zelda, das ist schon ziemlicher Overload. Und der war noch nicht mal so weit. Wenn man es so mal vergleicht. Da gibt es Leute, die haben tatsächlich deutlich mehr gespielt als ich in deutlich weniger Zeit und ja. Schon die alle Krux gesammelt und alles von 100% und ja. Wenn man so langsam spielt wie ich, dann... Wo will ich denn lang? Dann... Was heißt langsam? Es ist halt Let's Play Geschwindigkeit. Und nebenbei noch sehr viel Offscreen-Farmen, das was hier ewig viel wiederholt. So. Willst du unsere Spezialität probieren, den Vival Voi? Tut mir leid, aber um den zu mixen, brauchen wir eine Menge Eis. Und genau das ist leider geradeaus. Das Zeug ist auch, ist aber auch wirklich stark. Einem zarten Pflänzchen wie dir würde ich ihn eh nicht einschenken. Also eigentlich. Wie bitte? Poki hat das gesagt? Aber ohne Eis kann ich keinen machen. Auch wenn ich natürlich gerne helfen würde. Im Eiskeller bekäme man Eis. Wenn ich nur noch nicht so schlecht zu Fuß wäre. Soll ich es holen? Ja. Das würdest du tun? Das wäre mir eine große Hilfe. Poki ist eine unserer besten Kundinnen, musst du wissen. Der Eiskeller ist nördlich der Stadt. Wenn du Ante dort alles erklärst, gibt sie dir sicher etwas Eis. Sie geht allerdings sehr früh ins Bett. Wenn du gehen willst, dann solange es noch hell ist. Oder, warte mal. Das Eis durch die komplette Wüste und bis in die Stadt schleppen zu lassen, ist vielleicht etwas viel verlangt. Zwischen der Stadt und dem Eiskeller gibt es Ruinen. Bis zum Eingang der Ruinen kann ich dir entgegenkommen. Bitte bring das Eis einfach dorthin. Okay. Alles klar. Das heißt aber, ich muss in Verkleidung bleiben, sonst wird sie mich ja sehen. Wobei, ich mach's mal nicht, um zu gucken, was dann passiert. Einfach nur den Text zu sehen, auf Gefahr, dass ich das in zweimal machen muss, aber einfach nur um den Text zu sehen. Ja, ganz viel Elektrozeug. Moment, wenn sie nachts eh nicht da ist, dann kann ich hier auch eh nichts machen. Also, da ist sie, aber sie ist halt nicht wach. Nee, wenn Feinde in der Nähe sind. Das? Nee, warte mal, das ist so ein echter. Was bist denn du? Bist du ein Schwarzer oder? Ja, nee, ein Feuer-X12 aus. Du bist ja so dunkel. So, ich denke, die Feinde sind jetzt weg und wir können schlafen. Einmal bis mittags bitte. Dann müssen wir uns auch nicht mit dem Feuer, mit der Feuerlanze umher iseln und können dann einfach hier lang gehen.
So. Ritterbogen. Ja, es gab mal Zeiten, da war der Soldatenbogen noch gut. Wo ich noch Soldatenschwerter markiert habe. Ach ja, die guten alten Zeiten. Hallo, Krog. Wie ich den denn entdeckt gehabt? Ja, die Excel-Floss hier. Warum haben wir so wenig Eispfeile? Generell, weder Eiswaffe noch Eispfeile sind hier großartig. Menschenskinners. Ein Aim des Todes, so. Ja, wenn wir von den Feuer-Excel-Floss jeweils auch Feuerpfeile kriegen, dann... Und dann mal ein paar Eis-Excel-Floss hier bekommen. Ups. Riesen-Zweihänder. Nicht Quatsch, Riesen-Zweihänder, sondern Soldat-Zweihänder. Quatsch, Ritter-Zweihänder. Seht ihr, der Feuer ist viel heller. So. Gut. Jetzt sollen wir uns aber zum Eiskeller aufmachen. Ein bisschen Feinde besiegen, damit wir hier nicht gleich auf dem Rückweg komplett, naja, aufs Maul kriegen. Aber jetzt sollte es gehen. Und ich hoffe, das war noch die letzte Quest. Ein bisschen, das hier ist der Eiskeller, wo wir Eis von den Schneebergen im Norden lagern. Dieses Eis ist für uns sehr wertvoll, deshalb passe ich hier auf, damit niemand es klauen kann. Also eigentlich... Verstehe. Wenn Furusa darum bittet, dann kann ich nicht Nein sagen. Gut, dann nimm das Eis mit. Aber denk dran, wie heiß es dir ist. Wenn du unterwegs herumtrödelst, wird das Eis schmelzen, bevor du da bist. Also gib auf dich acht und bring das Eis schnell zu Furusa. Okay. Ja, die Sandstiefel wären jetzt nicht schlecht. Ich glaube, wir sollten natürlich nur im Schatten rumlaufen. Ja, das bringt tatsächlich was. So. Natürlich sind da neue Gegner gespawnt, um uns zu nerven. Kann ich das einfach ablegen, ohne dass da was passiert mit... Ja. So. Gehen wir denn lang? Wie ist es eigentlich mit Rennen? Rennen? Nee, dann geht's. Lassen wir es fallen. Moment. Habe ich noch einen Spurtrank? Scheiße. Okay, wenn das nicht geht, dann müssen wir es nochmal mit einem Spurtrank versuchen. Aber wenn es geht, dann ist ja egal. So.
Ach Mist. Weil die Bewegung ist genauso schwerfällig als. Na! Also wären wir da gerade mit fertig drauf. Willst du mich verarschen? Das ist ja noch ein Bockblindenlager. Wir bewegen uns genauso langsam, als hätten wir es gerade erst bekommen. Zack. Und zack. Und ja. Das sind nur die Schwarzen, die sind tatsächlich gar nicht mal. Also die Silbernen sind außer Frage die stärksten natürlich. Aber der Stärkenunterschied zwischen dem Schwarzen und dem Silbernen ist echt krass. Aber an sich sind die alle nicht gut. Muss halt mit dem Rückstoß drauf achten. Wenn der Rückstoß zu krass ist, dann, also wenn kein Rückstoß da ist, wenn die sich einfach komplett ignorieren, dann hauen die natürlich zurück und dann tut's weh. Aber hier bin ich, bring mir das Eis hierher. Aber wenn man die immer nach drei jetzt wieder zurückstoßen kann und die nicht zum Angriff kommen, dann ist ja egal. Na du, wer bist du denn? Na was soll's, mir egal, wer du bist. Egal, solange mir, solange ich mein Eis kriege. Das Eis sieht jedenfalls gut aus. Zack, zack. Damit kann ich einen hammermäßigen Weivelvoi mixen. Würdest du Pucki das sagen, dass hier der beste Drink ihres Lebens auf sie wartet? Wenn ich sie richtig einschätze, ist sie dann schneller hier, als man Prost Mahlzeit sagen kann. Okay. Jetzt noch wieder dahin kommen, schnell. Ich will einfach, dass wir da hinkommen zu diesem ollen Schrein da, was wir voll gebrauchen. Alter Schwede. Ist das aber auch gemein. Naja. Das eingesteckte Schwert sieht auch cool aus, das ist vom Schatzsäbel. Einfach straight geradeaus. Puh. Ich muss mal wieder neue Waffen holen. Ups! Ach, diese Waffen besorgen immer, das ist ja so ätzend. Aber ich werde jetzt nächstes Mal Waffen besorgen, sobald mir die Waffen wirklich ausgehen. Immer wieder für, damit ich für drei Waffen immer noch neue drei habe, das. Ne. Dafür habe ich das Spiel schon viel zu oft gemacht. Also, Leuen besiegen geht mir langsam richtig auf die Senkel. Am Anfang war es noch ganz witzig, aber jetzt. Ne. Bei Hinox habe ich schon lange aufgehört, da klaue ich einfach nur noch die Waffen. Das ist ja eigentlich auch nicht mehr mache. Ich mache nur Leuen. Weil der Rest lohnt sich ja gar nicht mehr. Naja, jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Eini. Es ist mein Ende. Ich will einfach hier austrocknen, wie ein Frosch in der Wüste. Also eigentlich
Hä? Ein Weifelwoi? Der beste Drink meines Lebens? Was mache ich dann hier noch? Und weg. So. Aber theoretisch war es ja nur eine Schreinquest, aber im Prinzip. Moment. Ugh. Wenn die auch zählen, ne? Dann müssen wir diese drei Schreine ja noch machen, bis wir einen Donnerhelm kriegen können. Oh Mann. Und die zählen scheinbar. Tja. Das ist leicht unlogisch, dass dieser Schrein wirklich nur Schatz beinhaltet, obwohl der ja eigentlich nicht wusste, dass da eine Gerudo einfach dann auf dem Basisschalter liegt und austrocknet. Aber well. Kriegen dann Diamanten und eine Dingens for free. Damit war es das auch wieder mit der Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Was laber ich denn da? Sind nur noch 10 Minuten. Ja, ich bin komplett durcheinander. Nicht 10, aber zumindest 7. Boah. Ja. Wir werden noch die 5 Herzcontainer zusammensammeln und wenn wir die 5 haben, dann werde ich den Auswahlcontainer umwandeln. Kostet zwar dann 100 Rubine, aber zum einen ist das nicht teuer und zum anderen finde ich es hübscher als diese halben Auswahlcontainer. So. So viel Brachwüste. Was stelle ich nur damit an? Ja, ist hier alles erkunden. Ja, wir sind nicht mehr so viele Schreine. Machen wir nochmal einen. Vielleicht schaffen wir noch einen in dieser Folge. Ja. Jetzt hüpft dann Boris auch mit rum. Ob der Ladebildschirm wirklich eine Reihenfolge der Titanen ist, wie man sie macht, oder ob das immer die gleiche Reihenfolge ist. Würde mich auch wundern. Ich mach's ja nach Taburasa-Reihenfolge quasi. Mit Ausnahme von den Soras, aber die macht man ja sowieso als erstes. Also Moblin und hau dich kaputt. So. Dankeschön. Ja, jetzt wo wir mit den Gerudo durch sind, frage ich mich, was für ein Orni-Rüstung es gibt. Na gut, bei den Geroden. Nee, frage ich mich nicht. Weiß ich jetzt ja schon. Orni, Gebirge, das heißt, wir kriegen irgendeine Rüstung, die Wärme gibt. War ja bei den Geroden auch so, wir haben ja keine Geroden-Rüstung bekommen, wir haben einfach nur eine Rüstung bekommen, die Hitzeschutz gibt. Es ist die Ruhe und Bewegung. Ach. Ruhe und Bewegung. Das war zu viel.
Fast. Na, siehst du. Also, ich wüsste nicht, wie man es anders machen sollte, deswegen bin ich auch direkt drauf gekommen. Ich glaube nicht, ob da Leute dran wirklich sitzen und dann sich denken, wie geht das denn? Naja. So. Gerade. Kommen da immer wieder neue oder wie sieht das aus? Das ist auf jeden Fall eine neue Kugel. Aber kein neuer Wächter. Und wie langsam der fliegt, rollt. Zonk. Tschüss. Nächste Tür. Mit Ruhe sollte wohl gemeint werden, dass man hier warten muss. Oh Gott. Ein Opal. Naja. Wie, das war's? Ja, bin ich sehr erträglich, war das hier ja nicht. So. Wie soll das denn jetzt gehen? Naja, verstehe. Dann müssen wir jetzt auf den Dicken warten. Lol. Okay. So, der Dicke ist gleich dran. Oh Gott. Naja, an sich sind wir dran vorbei, jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Juhu. Ruhe. Na! Ah! Mist. Ruhe. Ruhe und Geduld. Servus, brav. Ja, das war's wahrscheinlich schon. Jupp. Gut. Dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal aber richtig. Wenn es euch gefallen hat, dann... Ja, ihr kennt den Rotz, ja. Beim nächsten Mal, keine Ahnung, machen wir ein paar mehr Schreine. Vielleicht den nächsten Turm oder so. Wir haben noch genug zu tun. Wir haben noch genug zu tun. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bajim. Bis dann. Tschüssi.